Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen richtig geilen Tag und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht abgeschreckt, denn ich bin heute nicht alleine, sondern in Begleitung meiner einzigartigen Assistentin und zwar meiner Kaffeelatte. Ja, aber dafür sind wir heute nicht hier. Wir sind heute hier, um die Skills von Yone uns anzuschauen und drüber zu diskutieren, denn Yone wurde revealed auf Skin Spotlights. Das Ganze ist also relativ trusted, kann man sagen. Für die Leute, die schon abgeschränkt sind, warum das Video so lange geht, das Ganze, wir werden hiernach noch das Animated Video sehen, was wahrscheinlich auch zu Yone ist und zu Yasuo. Das ist quasi auch heute rausgekommen, das ist ganz frisch, das habe ich mir auch noch nicht angeguckt und ich habe mir gedacht, ja mein Gott, schauen wir uns das doch zusammen an. Aber fangen wir erstmal an und zwar mit dem Skillset. Yone grundsätzlich erstmal, ne, sieht sehr, sehr cool aus, denn er ist ein Zweihandschwertkämpfer. Und ich glaube, in League gibt es sowas noch gar nicht. Klar, es gibt Katarina, das sind Dolche. Es gibt Olaf, das sind Äxte. Aber das ist was anderes. Äxte und Dolche ist kacke, Leute. Aber so richtig geile Zweihandschwerter, so wie bei Lauren und Zorro, gibt es sowas? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall, seine Passive. Er schlägt abwechselnd mit seinen zwei Schwertern quasi. Und sein zweiter Schwertschlag macht Magical Damage. Außerdem ist seine Critical Strike Chance verdoppelt. Er macht aber weniger Crit-Damage. Im Prinzip fast dasselbe wie Yasuo, zumindest mit dem Crit. Und das, was oben ist, ist im Prinzip das, was Set hat. Ja? Set hat ja auch, dass er abwechselnd links und rechts schlägt und dadurch macht er auch unterschiedlichen Schaden. Und ja, das ist im Prinzip schon alles von seiner Passive. Naja, er slasht ja auch so ein bisschen durch, sieht ganz nett aus. Er hat auch überall so Bandagen. Ich finde, er passt perfekt in Naruto rein oder in so ein Anime. So ein richtiger Anime-Charakter. Wahrscheinlich ein böser, oder? Dann kommen wir zu seiner Q. Seine Q ist auch sehr vergleichbar mit Yasuo. Sie sind ja anscheinend Brüder, ne? Ich habe es mir jetzt nicht ganz reingezogen, aber naja, auf jeden Fall verwandt. Wahrscheinlich Brüder. Und bei ihm ist es so, er slasht genauso wie Yasuo nach vorne. Zack. Und wenn er zweimal geslasht hat, dann bekommt er auch wie bei Yasuo so eine Fähigkeit. Ne, er ist jetzt so wirbelig. Und dann dasht er allerdings. Und Knock-Up. Zack. Dash und Knock-Up. Hier muss man eigentlich sagen, der Knock-Up ist gigakurz. Also er ist wirklich... Ich würde sagen 0,5 Sekunden. Länger ist der Gegner nicht in der Luft. Vielleicht scaled das mit dem Level. Wir können ja mal gucken. Zack. Ja, wobei es ging. Naja, aber maximal eine Sekunde. Vielleicht sogar nur 0,5. Aber er ist auf jeden Fall nicht sehr lange in der Luft. Das ist auf jeden Fall alles. Ich würde sagen, ja, Yasuo's Q ist, wenn wir das jetzt direkt vergleichen und die Spells sind sehr ähnlich, ist, glaube ich, stärker. Vor allem, weil es mehr Range hat. Wobei das hier natürlich mehr Utility gibt. Die Frage ist, nee, es ist kein Point-and-Click. Er kann das überall hin machen, diesen Dash wahrscheinlich. Gut. Das Problem ist, wenn wir jetzt schon wieder so einen ähnlichen Yasuo-Champion haben, wen bann ich denn dann, wenn Yasuo stark ist? Yasuo oder Yone? Hm, wahrscheinlich Kassadin. Gut. Seine W. Das war schon Spirit Cleave. Spirit Cleave in einem Massive Arc, also ein großer Bereich, haben wir gesehen, macht er Maximum Health Damage. Das ist natürlich sehr, sehr gut, vor allem, weil hier Nunu ist. Ich finde es interessant, dass sie hier zwei Champions hinmachen, so als Vergleich. Hey, so viel Damage macht es an einem Kleinen und so viel an einem Großen. Man sieht kein AP. Wahrscheinlich ist es nur, um die Reichweite zu zeigen. Auf jeden Fall, wenn er einen Gegner trifft, bekommt er ein Schild, was wir hier sehen. Sieht so ein bisschen Blood Moon-mäßig aus. Oder Retro Sync Wave. Und das Schild wird stärker, je mehr Gegner er trifft. Relativ einfaches Spell. Macht im Prinzip wie bei Camille, nur dass Camille sich heilt und er sich schildet. Die Frage ist, ob es überall gleich viel Schaden macht. Das steht hier nicht, aber meint ihr? Naja, es ist ein Schwert. Und logischerweise, wir gehen jetzt mit Logik ran, eine Schwertklinge macht er hier überall. Er schlägt ja so seitlich, müsste überall den gleichen Damage machen. Aber normalerweise sollte man hier mehr belohnt werden, aber wahrscheinlich ist es alles dasselbe. Aber macht wirklich, wie soll man das denn dodgen? Holy shit. Also klar kann man schon, ne? Aber hat schon große Reichweite. Soulbound. Dieser Spell ist weird. Ihr seht es schon. Er schlüpft aus seinem Körper heraus. Und kann dann quasi Schaden an Gegnern machen. Und nach einer bestimmten Zeit snappt er back into his body. Also springt zurück und macht dann einen prozentualen Schaden von dem, was er gemacht hat. Ja, das ist es quasi. Wir sehen hier auch irgendeine Markierung. Das ist wahrscheinlich die... Hier unten. Also... I've actually no idea what happened here. Also man kann natürlich an verschiedene Dinge rangehen. Erstmal... Die erste Frage ist, das Ding hier, ich glaube, wir kontrollieren das. Das heißt, die Figur hier hinten steht da. Gehe ich einfach von aus. Der kann sich nicht bewegen. Das heißt, wenn ihr mit einem Teamfight das macht, dann steht ihr da. Ist eine coole Mechanik, weil es gibt ja auch in Naruto und so ganz oft so welche, die irgendwas kontrollieren und dann ist der Beschwörer oder da noch hinten und der ist verletzlich und, ne, aber das ist, könnte eine krasse Schwachstelle sein. Vielleicht kommen noch beide wegen, aber ich glaube nicht.
Ich meine, er geht ja aus seinem Körper heraus. Außerdem, was ich nicht ganz verstehe, ist, er macht Schaden. Hier steht es. Also, sobald er zurückgeht, macht er einen prozentualen Schaden von dem, was er gemacht hat. Das heißt, er macht jetzt überhaupt noch gar keinen Schaden, gehe ich einfach von aus. Er schlägt zwar auf die Gegner, deswegen wäre eine HP-Leiste richtig geil gewesen. Er schlägt zwar auf die Gegner, aber er macht keinen Schaden, glaube ich. Das heißt, er stackt jetzt einfach seinen Damage hoch. Und sobald er zurückspringt, quasi jetzt kriegen die Gegner Schaden. Sieht man auch so eine Schadensanimation? Naja, also weiß man nicht, also, aber hier kommen so zwei so Slashes. Und ich weiß noch nicht, was diese Markierungen hier drüber sollen. So, ich glaube, das heißt einfach nur, hey, ihr kriegt gleich Schaden, wenn der zurückspringt. Das Ding hat auch ziemlich viel Cooldown, wenn wir uns das ansehen. Das heißt, er könnte noch ein bisschen länger aus seinem Körper rausbleiben. Noch doppelt so lang quasi. Idee finde ich sehr cool, muss ich sagen. Aber bisschen weird das Ganze. Kommen wir zu seiner Ultimate. Seine Ultimate ist der absolute Anime. Das ist ein perfekter Anime-Charakter, echt. Das hat irgendein Anime-Lord. Also, er macht das quasi, was er in dem Video, was man gesehen hat. Das haben die meisten bestimmt gesehen, das war im Client. Diesen super giga, diesen so typical Anime-Move, dieses, ne, was jeder Schwertkämpfer einfach beherrscht. Zack! Was hier passiert ist, also er lädt es auf, er springt durch die Gegner und zieht alle Gegner, also stopp. Blinking behind the last enemy und knocking everyone airborne towards him. Also springt hinter den letzten Gegner und alle werden zu ihm hingezogen. Zack, genau da sehen wir es. Perfekt angehalten. Zu ihm hingezogen. Das ist natürlich, wenn du damit jemanden finishst, ist einfach das Beste, was du machen kannst. Zack, tot. Ne? Sieht schon ziemlich cool aus, müssen wir mal ehrlich sagen. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Die Frage ist natürlich hier, also er muss das ein bisschen aufladen. Ich würde sagen so 0,5 Sekunden. Oh, das sieht schön aus. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Zack. Ja, Fragen, die wir uns jetzt hier kurz stellen können. Oh, es gibt auch einen Death Blossom Skin. Heißen die Death Blossom? Nee, die heißen. Ja, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall Fragen, die wir uns hier stellen können. Erstmal grundsätzlich das Kit von Yone synergiert super krass mit Yasuo. Wenn er rein ultet und dann knockt er alle hoch oder 3 oder 4 oder auch 100 Gegner und dann noch eine Yasuo ult hinterher oder auch auf dem Q. Synergie ist super krass. Die Frage, die man sich hier natürlich stellen soll, wie? Was für eine Lane spielt man Yone? Ich hätte gesagt, am ehesten ist es ein Top-Lane-Carry, vielleicht auch Midlane. Und hier kommt wieder das Problem. Oh Gott, das wird Yone und Yasuo in einem Team. Dann hast du nicht einen 08er, sondern zwei 08er im Team. Ich werde es schon, es wird kommen, Leute. Weil, naja. Yone sieht nicht ganz so schwer aus wie Yasuo, aber so ganz, ich finde. Naja, was sind Kritiken an seinem Skills? Also, man könnte sie vielleicht auf Support spielen. Support Yone könnte vielleicht gehen. Und dann ja so AD Carry. Das ist so das Einzige. Oder im Jungle. Vielleicht auch Jungle. Das, aber, ne? Also, Yones Skillset. Grundsätzlich erstmal, er kann natürlich die Q, hat super wenig Cooldown, er kann damit immer poken und traden, das ist ganz cool. Allerdings habe ich das Gefühl, er hat wenig Mobility. Also klar, wenn er sein Dash hat, kann er viel durch die Gegend springen, das ist cool. Aber abgesehen von seinem Q, er ist nicht Yasuo. Ja, Yasuo, Windwall. Knock-up. Er hat sehr viel. Er hat seinen Knock-Up und seine Mobility, die ein bisschen mehr Cooldown hat, weil er das hochstacken muss, alles im Q drin. Das heißt, seine W, naja, sie ist nett. Sie ist nett, aber sie ist gut zum Traden, so ein Top-Lane-Trade-mäßig. Ist die W wirklich gut, glaube ich. Aber wenn du gegankt wirst, bist du, glaube ich, dahingehend tot. Und die E, was will man mit der E machen? Also die E ist halt, boah, die E könnte echt krass sein. Die Frage, hier gibt es zu viele Fragen. Ich glaube, da muss man echt abwarten. Kann man ihn in der Zeit angreifen? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist wie so ein Asi-Soldat, ein verbesserter Asi-Soldat, den du selber kontrollieren kannst. Du kannst nicht angegriffen werden, kannst Gegner Damage am Gegner machen, Damage am Gegner machen und dann springst du wieder zurück. Ding ist natürlich, in der Zeit könnte man seinen richtigen Körper angreifen, was cool ist und Counterplay gibt, aber. Boah, es gibt so viel. Das muss echt krasser Damage sein. Hier gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen dazu, von wegen, hey, er macht. Er ist tankiger, wenn er da ist, oder er hat mehr Move and Speed, irgendwelche solche Sachen, mehr Attack Speed, weil, ja, irgendwas, ich glaube, muss man echt gucken, das ist schwierig. Und die Ultimate, ja, die ist schon ziemlich cool, hat auch relativ gute Reichweite, ist aber, glaube ich, dodgebar. Wenn du einen Dash oder einen Blink hast, sowas wie ein Ezreal, dann kommst du, glaube ich, ziemlich einfach daraus. Vielleicht kann man jetzt, müssen wir mal überlegen, bei Yasuo ist es ja alles Combo-lastig, kann man hier irgendwas kombinieren? Was ist die Combo? Wahrscheinlich, grundsätzlich willst du, boah, ich finde sein Kit, also auf dem ersten Gedanken passt sein Kit überhaupt nicht zusammen. Wahrscheinlich ist es so, du knockst den Gegner mit der Q hoch und wenn er low ist, könntest du ihn ulten.
Was man sonst machen könnte, ist wahrscheinlich. Ich denke mal, man muss mit der Q engagen, weil eine W ist kein wirklicher Engage. Slowt die W, wissen wir nicht. Also man kann natürlich die W vorher treffen, aber ob das immer klappt, weiß man nicht. Also wahrscheinlich Q, W und dann die Ultimate? Irgendwas ist in der E noch drin, Leute. Vielleicht kann man in der E, kann man da alles machen? Hier steht halt nichts. Oh, hier steht Gaining Movement Speed. Aber hier steht sonst nichts. Kann man auch seine Ult und seine Spells machen? Hier steht nichts. Ich denke mal, man wird mehr als nur Autotext machen können. Das wird hier der Breakpoint sein. Irgendwas mit der E. Du wirst es irgendwie kombinieren können mit deiner Q und dann kannst du deine E machen und Ultimate und... Aber bisher würde ich... Aber vielleicht habt ihr ja bessere Ideen, ne? Ich würde sagen, damit das Ganze hier nicht zu lange geht, weil das geht schon zu lange, gucken wir uns das Video jetzt an. Soll ich mich kleiner machen? Ich? Mach mich kleiner! Jan! Oh, da sind schon die beiden. Oh, vielleicht können wir hier was aus dem Video sehen, vielleicht sogar. Ist das Yone? Der sieht eher aus wie Paul. Yone, turn back. Yone. You have dishonored us. You swore to protect him. Ich hab's noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was passiert. You swore to protect Ionia. Look around you, brother. Your honor stains the ground. Better than living without it. Kling, kling, kling. Oh, ist das seine... Ist das ein Spell? Oh ja, welches Schwert ist kaputt gegangen? Von Yasuo? Ne, von Yone. Ne, von Yasuo. Oh, das war... ein Tornado-Breakover. Kann man ein Schwert wirklich so halten? Macht das kämpferisch Sinn? Oh, es war alles im Trend. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht wirklich cool aus, muss ich sagen, so. Hä, das ist aber jetzt ganz andere... Ist das ein ganz anderer Zeichenstil als gerade, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Sieht richtig cool aus. Also, wirklich, oder? Optisch? Das ist HD 1000. Die Frage ist, ob es ein Traum war oder ob es halt Vergangenheit war. Wahrscheinlich war es Vergangenheit. Also... Ja, die ihm immer wieder greift. Das ist der aus... Das ist der aus Runeterra, der Keck. Das sieht richtig schön aus. Ich bin begeistert. Does that matter? I'll never make it up there in time. True, the road is long. Perhaps my own temple can still provide a way. The choice is yours. The stage is yours. Is it? It's taken years for the spirit. Wir können mal ganz kurz gucken. Ich werde mich beeilen. Ich gucke mal, ob das klappt. Und zwar, ob es das Ganze auch auf Deutsch gibt. Also ich bin, ganz ehrlich, ich würde es auf Englisch gucken, aber ich weiß, dass wahrscheinlich viele von euch das lieber auf Deutsch gucken würden. Denke ich jetzt einfach mal. Und deswegen mache ich es mal einfach auf Deutsch an. So. Wir können ja mal gucken, wie sich die Synchro anhört. Spielt das eine Rolle? Finde ich gut. Nie rechtzeitig oben an. Oder? Stimmt, der Weg ist weit. Vielleicht kann dir aber mein Tempel weiterhelfen. Die Wahl liegt bei dir. Wirklich? Hauptsache Sixpack, natürlich. Und im Game steht da 08. Es hat Jahre gedauert, bis die Seelenblumen zurückkamen. Wenn das Land sich erholen kann, schaffst du es vielleicht auch. Sieht so schön aus. Wahnsinn. Und das ist der Weg? Alte Männer, Blumen und Hoffnung. Vielleicht reicht Hoffnung schon.
Ja, vielleicht. Gib dich dem Fluss Wheelie hin. Lass dich vom Wasser läutern. Lass deine Bürde vom Strom davontragen. Erinnere dich, wen du verloren hast. Lass mich los, Joni! Ich war am Gewinn! Hast du das mit dem Großen gesehen? Deine Ehrlosigkeit habe ich gesehen. Du kämpfst? Wenn ich muss, nicht wenn ich will. Du musst auch nichts beweisen. Es gibt immer den nächsten Kampf, Yasuo. Ihn zu finden, beweist nichts. Doch, Toplane, 08. Immer kämpfen. Dein Platz ist hier. Beim ältesten Soma. Ich wurde dafür trainiert. Ich kann den Krieg mit beenden. Das ist einfach typisch Yasuo so. Ich werde kämpfen. Ich werde das One-on-One annehmen und zack. Tod. Deine Pflicht liegt bei dieser Schule, bei deinem Meister, bei Ionia. Dann sollte ich es da draußen beschützen. Vertrau mir, Yone. Vielleicht ist das mein Fehler. Das ist definitiv ein Fehler. Vertrau mir. Trust me. Oh Mann, das ist einfach so typisch. Das kann man alles auf Yasuo übertragen. Ob die das absichtlich gemacht haben? Nee. Vertrau mir. Trust. Zack. Lost Game. Oh, das sieht so schön aus. Ich bin geflasht. Trink das. Damit knüpfst du ein Band zwischen den Welten. Jetzt mal wirklich hart was für Animes gibt's? Also es gibt wahrscheinlich schon so welche. Ich bin nicht so deep in der Anime-Welt drin, aber das sieht unglaublich gut aus, auch wenn ich jetzt 100-mal gesagt habe. Du löst nur selten meine Probleme. Manchmal müssen wir nach unsere Dämonen suchen. Oh, ist der so einer? Ist der ein Böser? Aber der, in Runeterra hat der meinem Team geholfen. Plus 1-1 auf alle. Auf alle sogar. Aber das ist nicht das aus dem League Cinematic, oder? Nee. Ah, sieht das gut aus. Zeig dich mir. Ich bin nicht wegen dir hier. Nicht zu töten, bewirkt nichts, Jäger. Denn er liegt, kehre ich zurück. Ich kriege die Gänsehaut dabei, no joke. Ich mach die Stimmung kaputt. Aber wie dumm kann man denn sein? Er sagt, ich bin nicht für die hier und kämpft die ganze Zeit gegen den Dämonen und er greift einfach den, der ihm hilft, an. Versteht man nicht. Sorry. Großartiger Schüler! Was für eine Enttäuschung! Und deine Ehre hat ihn hergebracht. Besser als ehrlos zu leben. Oh, wie schnell er es gemacht hat. Junge. Ich bin richtig drin, ich Leute. Ich bin kein Mörder. Und warum fliehst du dann? Thank you.
mega gut. Wirklich. Oh, jetzt die Ultimate. Doch nicht. Ich bin nicht der Letzte. Wahnsinn. Also ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist das beste Video, was League gemacht hat bisher. Ich glaube, das würde ich sogar ziemlich safe sagen, oder? Nimm deine Rache, Bruder. Du magst den Tod verdienen. Aber nicht durch meine Hand. Dann gibt es nichts mehr für mich in Ionia. Selbst der Wind folgt einem Pfad, Bruder. Leb wohl, Ione. Möge dich die Urseele von Ionia leiten. Also, oh, da kommt noch was. Lichter, oder? Die Kunst ist zu sehen, was vor uns liegt. Oh, Jaina Proudmoore, Walk of 3. Ich habe gehört, Kappa. Uns erwarten Diebe, Bestien und Zecherei. Ein gesetzloser Ort, wo man sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Vielleicht ist sie auch schon ein Charakter, der Außerdem kommen wird. Außerdem suchen wir beide nach etwas, nicht wahr? Oder wir kennen sie schon. Und du glaubst, wir finden das Bilgewasser? Ich glaube, wir finden viele Dinge. Ha, sie sucht doch nur die Männerherzen. Die alte Ari. Deswegen aber, also ich will jetzt nicht mich selber loben, aber es ist mir schon hier aufgefallen, ich habe gehört, dass sie so Japano-Zeug anhat. Und Ari hat ja so ein Japano, ne? Ja, also, holy shit, ich will das Video jetzt nicht noch viel länger machen, aber ganz kurz. Ich direkt ein Insta-Like, also noch schneller kann man gar nicht liken. Mega gut, mega geil, mega nice. Wird richtig cool, also holy shit. Ich bin begeistert, ich bin gnadenlos begeistert. Wundervolles Video. Gibt es irgendwelche Sachen, die wir berücksichtigen müssen in dem Video? Ja, so ist ein Inter. Sein Bruder ist cool. War sein Bruder? Nee, das wird jetzt zu lang. Ihr könnt ja gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch was. Dankeschön und auf Wiedersehen. Later!